Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir spielen heute wieder Starfield. In der letzten Folge sind wir auf dieser verlassenen Farm gelandet. Und jetzt gehen wir gleich in ein Gebäude, wo ich weiß, dass hier ein Vieh drin ist. Also ich habe es davon hier auch schon gesehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt da reingehe, kriege ich mächtig den Arsch versohlt. Aber was soll ich tun? So ein dickes Vieh, Alter. So ein dickes Vieh. Sarah, vielen Dank. Das ist irgendwie ultimativ bescheuert jetzt. So, okay. Das wird ja wie Kino, ne? Gott. Schrank ist aufgegangen. Du bist erledigt, ha? Okay, sie hat noch ein ganzes Leben. Aber ich glaube, die kommt hier auch nicht rein. Wie bist du überhaupt hier reingekommen, frage ich mich. Sarah, Alter, du machst mir auch fertig, ehrlich. Wir müssen tun, was wir können, um den Tod dieser Forscher zu rächen und ihre Arbeit zu retten. Aha. Hoffentlich verdirbt es nicht zu schnell. Was? Aber es liegt ja auch nichts irgendwie rum, oder? Ich meine, ich habe hier jetzt schon echt viel Cred. Oh, da. Hier spricht die leitende Botanikerin Maritikov. Die erste Keimung ist 48 Tage her. Mehrere Teammitglieder haben lokale Fauna am Horizont gesichtet. Das ist beunruhigend. Wir wählten den Ort, weil wir ihn für tot hielten. Wir hatten nur auf der anderen Planetenseite Leben registriert. Aber wir hatten keine Zeit, einen vollen Zyklus zu beobachten. Vielleicht migriert die Fauna auf dem Planeten? Wenn diese Kreaturen entdecken, was wir hier anbauen, ich weiß nicht, wie wir sie aufhalten können. Scheinbar gar nicht. Nein, oh nein, nein, dann nicht abbrechen jetzt. Wir müssen das doch hier fertig kriegen, Freundchen. Und das passt so? Ja, okay. Wunderschön. Ein paar Credits, Kalibermunition, Schwerelustrad. Ist nicht so viel wert. Lassen wir hier. Hier spricht die leitende Botanikerin Maritikov. Die erste Keimung ist 44 Tage her. Die Pflanzen tragen jetzt Früchte und die Ergebnisse sind spektakulär. Die größten Exemplare sind über einen Meter lang und weisen das Zehnfache des normalen Nährwerts auf. Wir glauben, dass die Erde auf dieser Welt ein Hauptgrund für so ein Wachstum ist. Wir haben sie chemisch analysiert und glauben, wir können sie auf anderen Planeten nachbilden. Ich habe die Ergebnisse für spätere Forschungen auf diesem Gerät gespeichert. Hier spricht die leitende Botanikerin Maritikov. Die erste Keimung ist 15 Tage her. Unsere Theorie war stets dieselbe. In Mikrogravitation gezüchtete Pflanzen müssten ein Vielfaches ihrer irdischen Größe erreichen. Man stelle sich vor, riesige Erträge dank niedriger Gravitation. Das Leben in den besiedelten Systemen wäre völlig verändert. Nach 10 Jahren haben wir vielleicht endlich Erfolg.
Wir haben eine Welt mit niedriger Gravitation und der richtigen Bodenbeschaffenheit entdeckt. Die Keimlinge wachsen so schnell, dass wir schon ein Dutzend in die Lagerhäuser umgepflanzt haben. Das ist die spannendste Zeit in unserer jahrelangen Forschung. Tja, das war, meinst du wohl, das war Frankenstein. Was haben wir denn hier noch? Da sind noch Anzüge. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das hier? Schokohappen. Für 75 Credits? Ja, ganz schön teure Schokolade, oder? Find das jetzt neu ich. So, was haben wir denn hier? Raub. Ne, alles Müll, kann sie behalten. Das braucht er ja nicht aufstellen, oder? Sehe ich das falsch? Househead. Was geht noch hoch? Noch eine Leiche. Ups. Einfach Ballerbumm gemacht. Aber wenn hier oben Leichen sind, ist hier oben auch ein Gegner? Ist jetzt nicht, hä? Wenn du schon plünderst, dann schnell. Alle tot. Sie waren nicht auf die Gefahren vorbereitet, die einen erwarten, wenn man auf einer neuen Welt einen Außenposten errichtet. Noch ein Safe, einen schönen. Eieieiei. Das sieht schon wieder ganz schön kompliziert aus. Wobei so viel nicht möglich ist. Ne, der leider auch nicht. Der aber. Guck mal, das passt doch sogar sehr gut, oder? Sehr schön. Ja, das passt. Wow, das passt. Und dann brauchen wir so einen hier. Sehr schön. Nope. Nochmal 1000 Credits. Was haben wir denn hier drin? So. Munition. Benzol. Mac-Drucktank. Pigmente. Des Bestienjägers hellen Piraten. Ist jetzt nicht so besonders, ne? Ich würde mal sagen, dass das ein Vieh hier getan hat. Sieht aus, als wärt ihr vergewaltigt worden hier. Kann man da was machen? Der leuchtet. Da ein Digi-Pick drin? Nee. Ja, okay. Mehr können wir nicht tun, Sarah. Lass uns gehen. Mir zwar leid für die ganzen Leute hier, aber ich kann es ja jetzt auch nicht ändern. Ich bin's nicht schuld, Freunde. Ich bin's doch nicht schuld. Haben wir denn noch irgendwas hier in der Nähe? Da sind schon noch ein paar Punkte. Der ist zum Beispiel nicht so weit weg da hinten. Gehen wir da mal hin. Bluten? Wieso bluten? Warum blute ich denn jetzt?
Macht gar keinen Sinn. Blut einfach ohne Grund. Da scheint ja noch eine Anlage oder sowas zu sein. Du bist doch nicht ganz dicht, Mittel, du. 250 Meter dahinter kommt noch eine fette Anlage. Vielleicht schauen wir uns das doch nochmal an. Antimikrobiell. Ich suche nach feindlichen Lebensformen. Ja, von denen haben wir schon ein paar gescannt, da brauchen wir noch mehr von. Ja, yeah, Sarah, Alter, auf die Killermaschine. Sehr gut, Sarah. Cool. So, das schauen wir uns trotzdem an. Mehr von den Viechern. Eingestürzte Mine. Eigentlich wollte ich ja nicht rein. Eigentlich wollte ich da nicht rein. Aber okay. Ich muss das einfach loswerden. Ich habe die Hauptader gefunden. Jetzt war es all das wert. Die Nächte ohne Schlaf, die Einsamkeit, die Schufterei und unzählige Fehlschläge. Das alles spielt keine Rolle mehr. Ich will immer tiefer bohren. Nur noch ein paar Meter. Dann bin ich reicher, als ich es je erträumt hätte. Mein ganzes Leben gipfelt in diesem Moment. Und dann brach die Decke über mich ein. So ganz sicher, hä? Kämpfe. Was ist denn mit mir? Ich bin ja von komplett im Arsch. Verbrennungen, Vergiftung, giftige Umgebung. Ja, hab ich so ein Allheilmittel-Ding dabei? Hilfe. Das brauche ich schon mal. Heilgel. Tja, das war's leider. Naja, haben wir wenigstens die Verbrennung erstmal weg, hä? Eieiei, was ist denn hier los? Also
hier sind auf jeden Fall Gegner drin. Aber ich weiß nicht wo. Kommt nur her! Siehst du sie? Irgendwo muss noch einer sein. Lass doch abbauen? Nö, ne? Da unten liegt auf jeden Fall noch was. Deswegen gehe ich jetzt runter. Flüssigkeit, auch geil. Hier geht's wieder raus, okay. Ist der Bescheid. Verrückt. Verrückt, was es alles so gibt. Hab ich den schon gescannt hier? Was Interessantes in Reichweite? Ja, so ein bisschen. Da will ich jetzt auch noch hin. Ja, also man muss ein bisschen auf jeden Fall mal erkunden, wisst ihr? Noch einer? Ich hoffe ja nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, ich habe schon fertig alle. Brauche ich also auch nicht mehr jagen. Schön. Wir müssen ja 100 Spots sammeln, wisst ihr? Deswegen mache ich mir hier noch die Mühe. Haben wir auch schon fast gescannt. Das ist Argon. Ressourcen fehlt uns nur noch eine, ne? Welche fehlt uns denn? Steht da nicht, ne?
Ach, das war. Aha, dieser Agron hat uns gefehlt. Vergiftung verschlimmert. Entschuldigung. Warum? Fabrik. Autonome Fabrik von Dogstar. Was fehlt uns denn noch? Flora, noch eins. Das sind diese Bäumchen, die uns noch fehlen, ne? Dann haben wir den Planeten schon fertig. Gibt's hier Gegner? Ah ja, Roboter. Aber, hä? Was? Du redest gut, Freundchen. Zu frech, du Roboter. Die traue ich auch nicht. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Steht nichts drin. Na toll. Hätte ja sein können. Kommst du? Ich will mir das Ding von innen anschauen. Ungewöhnliche Sensordaten weisen auf menschliche Aktivitäten hin. Die können ja Gott sei Dank nix. L.A. kann nix. A wie Anfänger. Ich könnte ein Bett gebrauchen. Oder meinst du, es hilft auch, wenn man sich hinsetzt und eine Stunde ausruht? Warten wir mal ein Stündchen. Warten. Einfach mal eine Stunde. Ne, hat nichts gebracht. Also schlafen. Gucken wir uns hier schön in Ruhe um. Ich verspreche euch, in der nächsten Folge gehen wir weiter. Wir sind dabei, eine Testreihe für die neue Legierungsrezeptur abzuschließen. Der Resistenzkoeffizient liegt bei 56%, das ist irre. Soweit wir wissen, ist kein anderes bekanntes Material im Universum so resistent wie dieses. Ich weiß nicht, ob Callum Idee hatte oder du. Obsidian hinzuzugeben, aber das wird uns reich machen. Wir sollten eine Kampagne für die Hersteller anwerfen. Das wird mich reich machen, hier so Credits überall. Mehr von diesen Credits, bitte. Wie viel kann ich denn... Oh, ich habe innere Blutung, Alter. Sterbe ich gleich? Was ist denn mit mir los? Hilfe!
Käse. Ich komme auch nicht an das Flugzeug ran, oder? Ne, Allheilmittel, das brauche ich jetzt. Wie viel kann ich noch tragen? Ich kann noch ein bisschen tragen. Wir müssen aufpassen. Ich speichere mal. Nicht, dass ich wirklich wegen so einem Scheiß hier sterbe. Ein Heilmittel könnte ich jetzt auch gebrauchen. Jetzt noch wieder raus. Krämpfe. Frage, jetzt haben hier irgendwo Leute geschlafen. Ich glaube, schlafen heilt so ein Kram. Sind hier noch Roboter drin? Aber nicht, ne? Hier liegen schon mal ein paar Credits rum. Hier liegt nichts. Das geht nicht. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Das auch, das auch. Dann gehen wir einen Schritt zurück und machen den hier. Komm, Sarah, war lustig. Du kannst mir nicht sagen, dass die Leute hier nur gearbeitet haben. Die müssen doch auch irgendwo geschlafen haben. Auf jeden Fall kriege ich gerade Damage immer wieder. Techniker blau-grün. Einmal bitte weg da. Ja. Formelle Kleidung. Oh. Schönen Schnapsel. Schönen Wein. Verstehst du? Einfach so eine Tänzerbirne da. Ich kacke ab. Okay, ich krieg die ganze Zeit Schaden. Und sonst ist hier nichts. Das ist so eine autonome Roboterfabrik, die nichts kann. Kannst du mir erzählen? Was ist los? Da sind wir schon mal da draußen, ja? Es geht ja schneller als ich dachte. Mensch. Sei lieber gründlich. Ja, bin ich. Immer. Funktioniert das Ding? Nö. Oder? Hier ist kein Schalter, ne? Nö. Achtung, dieses Gebiet gehört jetzt Mekko. Da waren Leichen drin. Ist ein weiter Weg bis nach oben zur Mesa. Hoffentlich funktioniert der Aufzug noch. Okay, die liegen hier schon was länger, habe ich das Gefühl, ha? Na? Was
Was hat euch denn hier aus der Umlaufbahn geschossen? Eieieiei. Sieht ja nicht so gesund aus. Mhm. Hier, da ist auch noch eine... Die obere Ebene funktioniert jetzt komplett autonom. Deine Anwesenheit wird nicht länger benötigt. Du wirst mit sofortiger Wirkung wieder zurück in die Fabrik versetzt. Dankeschön. Da ist ja... Da hat jemand gefreut. Oh Mann, ey. Hi, Sarah. Die sind auch kaputt hier. Schon was länger. Was ist denn hier passiert? Das nehme ich mit hier. Warte, war das eine... Ja, das war so eine Batterie. Das war Digipix. Was ist denn hier passiert? Kommen wir da rein? Tatsächlich. So ein Handluke auch noch. Schnickercomputer. Nachricht 1. Okay. Callum Joy hat alle umgebracht, scheinbar. Oha. Wir müssen gleich zum Flugzeug zurück. Oh! Ja. Ich glaube, das heilt, oder? Ja. Nee. Aber es hat mich lebenmäßig voll geheilt. Hey, ich schwing die Hupfe. Einfach Volleyball. Okay. Abhauen. Was ist denn hier passiert? Also der muss ja hier richtig was gemacht haben. Dass hier alles im Arsch ist. Tja. Verrückt, okay. Lass uns mal gucken. Kommen wir zum Raumschiff zurück? Das ist gut. So, F. Hilfe, Allheilmittel. Da rein. Hilfe, Allheilmittel. So, jetzt dürfen wir da gut gehen, oder? Ja. Ah, schön. Okay, lass uns abheben. Ich bin richtig abgehoben. So, wir gehen jetzt nicht weiter auf Erkundung. Jetzt haben wir ein bisschen erkundet. Hat auch wieder Spaß gemacht. Jetzt machen wir weiter Mission. Bleiben oder springen? Was sagst du? Wir müssen ja springen, mein Schatz. Also, was ist los mit dir? Wir wollen doch nicht hier bleiben jetzt. Wir müssen schon wieder zurück nach Jameson. Wenn ich denn da mal hinklicken kann, irgendwann. Da. Jameson. Ach ne, ist auf dem Mars. Der ist ja auf dem Mars, der Typ ist aus Cydonia. Das ist ja hier die komische Geheimstation. Wir sind angekommen. Wir treffen uns in der Anlage.
Na denn. Okay, ich höre ihn reden, aber ich sehe ihn nicht. Wir treffen uns in der Anlage. Das kann ich nicht glauben. Dr. Walker. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaisa. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mehr erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Londinion. Doktor, ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Captain, du kommst mit mir. Zeit dir zu erklären, was wir uns ausgedacht haben. Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist also gewaltig. Terrormorphs können überall sein. Wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Aber was, wenn wir jemand anderen die Arbeit machen lassen? Komm, ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Okay. Bin ich dieser jemand andere? Mal wieder? Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Die Azeles? Moment, es gibt ein Ding, das Terrormorphs frisst? Dann nimm das als Nein. Doch, die gibt es. Anscheinend waren die Azeles Bluthunde für Terrormorphs. Aber als den UC während des Koloniekriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azeles die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebender Exemplare. Wie du siehst, wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Wir würden Azeles züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen. Mit, nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azeles nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Wir setzen Aliens für unsere Zwecke ein. Das klingt stark nach der Xenokriegsführungseinheit. Das ist durchaus korrekt. Nur würden wir diesmal Menschenleben beschützen, statt sie zu beenden. Aber es gibt noch einen Weg, die Terrormorphs von unseren Welten zu entfernen. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber riskanter. Eine Mikrobe. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode. Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen, aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Azeles. Dann besprechen wir mal, wie wir die Pläne in die Realität umsetzen, hä? Tja, das ist knifflig. Beide Pläne werden überaus viel Zeit und Ressourcen beanspruchen. Jahrelange Arbeit. Dazu kommt noch der Bedarf an hochspezialisierten Materialien. Terrormorph-Zelllinien können wir schnell und konstant züchten. Azeles-Genproben können wir nutzen, um die Blutlinien neu aufzubauen. Oder die Jagdfähigkeit der Mikrobe zu verbessern. Sowas liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Na toll, dann willkommen. Ganz genau das wollte ich hören. Jetzt haben die UC eine kleine Basis am Stadtrand von Londinion. Wir haben Zugangsberechtigung, müssen uns aber bei der Kommandantin der Basis, Zaira Hatoum, melden, wenn wir landen. Ich helfe Percival und Kaisa bei den Vorbereitungen. Sobald das erledigt ist, treffen wir uns dort mit dir.
Aber denk dran, Londinion gehört den Terromorphs. Ja, ja. In der Basis werden sie Anti-Xeno-Ausrüstung für uns haben. Aber nimm auch deine Lieblingswaffen mit. Klingt ja voll kompliziert. Kann ich mal da rein? Ich will den mal streicheln. Hallo? Sag mal auf da. Wo muss ich denn jetzt hin? Da oben jetzt raus. So. Ab nach Londinion. Klingt nach jeder Menge Scheiß. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Diese Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Ich darf hier sein. Ich bin Commander Hautum mit Commander Hautum verabredet. Dass du auf dem Weg bist. Alles klar. Dann müssen wir denn jetzt hin. Ich hab die doofe Quest jetzt leider ausgemacht. So. Da müssen wir hin. Ei. Hm? Schon wieder spannend alles hier. Captain, grüße. Hi. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Aber sie wollte doch immer was von mir. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Warte mal. Admiral Logan? Ist das auch hier? Oder was? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ja. Das ist doch ganz so anders. Bist du doof? Manchmal bist du auch eine hohle Nuss, ehrlich. Kalt hier, hä? Jetzt brauchen wir wieder irgendwas mit Bitterung. Und anstatt. Wie nennt man das? Korrosion? Was habe ich denn hier? Also mein Ding hier, was ich gerade anhab, ne, hat Thermal 15. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Oh Mann, ne. Das ist halt auch, das hat sogar alles, Alter. Ey, ohne Witz, ne. Ich lass den jetzt an. Das ist einfach tausendmal besser als meiner. So, was hat der? Thermalresistenz, siehste? Das meinte ich nämlich. So war das. Nee, warte mal. Warte mal, hab ich mir jetzt hier. Oh, ich hab mir alles rausgeholt. Ja. Guck mal, und schon habe ich wieder nichts mehr zum Tragen. So, muss ich jetzt hier thermal wieder? Oder geht das anders? Sieht ein bisschen aus wie die Erde hier, ne? Ist. Du bist bei der. Ich schicke den Rest deines Teams hin, sobald sie angekommen sind. Soll ich mir mal hier so ein bisschen Munition nehmen?
Shit, ich muss ja auch schießen lernen. Sehr gut macht ihr das. Weiter so. Ah ja, guck mal hier. Alter, jetzt bimmelt die ganze Zeit dieses Ding, ne? Wegen dem Wetter. Das ist aber auch... Ja, auch wieder nur Müll. Aha, da ist sie ja. So besonders sieht der nicht aus. Dass ich da jetzt Bock drauf hätte. Der wiederum sieht verlockend aus. Mein Experte ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, das wird schwer. Du verstehst. Du hast also Erfahrung damit. Oh, gut. Schönen guten Tag. Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. Captain Mako, UC Vanguard. Ich werde erwartet. Vanguard, hm? Es hieß, ihr wärt eine vielschichtige Gruppe. Euch muss ja die Sonne aus dem Hintern scheinen, wenn ihr so eine Aufgabe bekommt. Ah, dann sind das wohl die anderen aus der Truppe. Commander Hatoum, ich... Vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Da liegen noch Kissen. Genau wie die Dringlichkeit eurer Mission. Also fange ich mal an. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnos Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Ma'am. Wir brauchen keine Verstärkung. So ist es. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Acelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Warum? Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Bereit, wenn du es bist. Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. Easy. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Was haben wir denn hier? Die macht 17 Schaden. Was soll ich damit? Wollt ihr mich verarschen? Schaden an bereits riskanten Zielen. Chance von 10%. Alter, was? Das nehme ich mit. Oha, noch so ein Ding.
Alter, okay. Was wird das für eine Mission? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Wenn ich ehrlich bin. Also den Müll könnt ihr behalten, ehrlich. Soll den knacken? Da ist noch gar nichts drin, oder? Okay, vielleicht ja doch. Ja. Lass Papa doch mal gucken, was da drin ist hier. Ich mach da nicht so einen. Vielleicht so einen Larry hier. Komm. Man muss da nur mal gucken. Verstehst du? Wer hat mich denn jetzt erwischt? Na toll. Das für so ein Müll. Ist ja nicht mal gut. Ich dachte, ich soll mich hier ausrüsten. Jetzt bin ich auf einmal der Böse. Ja, ihr habt da einen Knall im Kopf. Boah, 190 Schaden ist schon heftig, ne? Die nehmen wir mal mit. Speicher mal, weil ich jetzt erwischt worden bin. So. So, so. Okay, wir haben jetzt eine schöne Ausrüstung bekommen gerade. Die müssen wir uns mal anschauen. ...15 Schaden von Alien-Gegnern, also minus 15% Schaden von Alien-Gegnern. Boah, plus 20 Tragekapazität. Also die sieht schon nice aus, da kannst du mir sagen, was du willst. Jetzt ist nur die Frage, habe ich viel geklaute Sachen dabei? Also viel Munition? Ja, mein Gott. Das geht aber eigentlich. Das Einzige, was so ein bisschen passiert, ist, dass mir die Muni ausgeht, ha? Geht's. Ist deine Ausrüstung bereit? Und ja. Du auch? Definitiv, ich bin bereit. Dann bringen wir es über die Bühne. Easy. Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Waffen. Die kommt auf eine Favoritenposition. Hier, zack. Und ihr macht jetzt leider einen Cut, weil wir sind schon bei 53 Minuten, viel zu lang. Aber ihr kennt das Ganze, lasst ein bisschen Liebe da, Support ist kein Mord, ein Klick für euch, easy going, jeden Tag ein schönes Video. Und ein Kommentar hilft einfach dem Algorithmus, dass meine Videos besser gefunden werden, weil einfach Response da ist, also Rückmeldung. Freut mich, vielen Dank, ciao.